Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Yu-Gi-Oh! Wir spielen heute mit einem Kuscheltier-Deck, beziehungsweise mit einem Friedhof der Kuscheltiere, zumindest von der Thematik her. Und wieder ein Match, 16.000 Lebenspunkte, auf jeden Fall. Diesmal gegen Sven, der hat seine Schicksalshelden rausgehauen und ob er gegen meine krassen Kuscheltiere ankommt, das werden wir dann im Laufe der Folge sehen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Bock drauf und wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Ist natürlich wiederum kein Zwang. Jetzt erstmal viel Spaß und nächstes Mal schauen wir mal. Ich habe noch ein paar Donnerdrachen. Meine ägyptischen Götter warten auch noch auf den Einsatz. Schauen wir einfach mal, was wir beim nächsten Mal machen. OG Yu-Gi-Oh! Aus Staffel 1 auch ein Thema. Sonst auch gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare. Jetzt aber erstmal Kuscheltiere gegen Schicksalshelden. Have fun! Jetzt will ich Action sehen, Sven. Ja. Alter, 11 extra Karten, Alter. Ja, man kann ja auch mehrere reinpacken, ne? Nicht nur eine Variante. Ja, ja. Ich glaube, 15 ist das auf Maximum, ne? 15 ist Maximum, genau. Und beim Side-Deck auch. Ah, okay. Ich spiele eine Karte verdeckt. Mhm. Spiele noch eine Karte verdeckt. Ja. Ich bin ready. Und dann... Ach, scheiße. Falsche Cam. Ja? Spiele ich ein Monster in verdeckter Verteidigung und beende damit meinen Zug. Mhm. Okay. Brauche ich nicht. Brauche ich an sich auch nicht. Hast du Spiegelkraft, Sven? Nein. Da will ich schon ein Fies sehen. Ich spiele Schreckenspelz Patchwork. Boah, klingt wild. Ja, das heißt, ich kann nochmal Fusion in die Hand nehmen. Und ein Kobold. Alter, das Ding sieht aus wie auf Friedhof der Kuscheltiere. Was ich wohl für ein Thema habe. Und du hast ja mitgekriegt, Fusion und so. Jetzt spiele ich erstmal Kuscheltier Maus. Oh, mit Dorado, wie süß. Ja, du spielst eine besondere Fähigkeit. Kuscheltier Maus Nummer 2. Oh. Und da ich ihn dreimal habe, kommt er nochmal. Kuscheltier Maus im Trio. Guck ihn dir an, Sven. Er hat Flügel und Donut. Komm, ich spiele nochmal Fusion. Das geht. Ja, das geht. Oh oh. Oh, bestimmt kommt gleich irgendwie so ein Horror-Ding raus. Schreckenspelz, Draufgänger! Draufgänger, nee! Ich opfer nämlich jetzt dafür eine Kuscheltier-Maus und einen ja. Scheren-Kobold aus meiner Hand. Scheren-Kobold. Ah, geil! Wie sieht der denn aus? Ja, wild, ne? Richtig versattest. Boah, Sadist hast du mich genannt. Was willst du? Na jetzt! Wird geknuddelt und gekämpft! 3000! Siggi, ist ein Draufgänger! Und wenn der Monster zerstört, kriegst du nochmal 1000 extra. Wahrscheinlich nicht. Lol, unfair. Ah ja, seine Fähigkeit. Hast du die Uhr auch im Deck? Die habe ich auch im Deck. Na, okay. Aber die ziehe ich leider komischerweise nicht. Jetzt hast du schon aktiviert, kannst du nicht mehr abbrechen. Sein. Nein! Die ist dafür gedacht, wenn die Uhr nämlich auf 4 ist, kannst du die damit dann direkt zerstören. Ja. Oh. Sehr gut, Sven. Das ist mir auch passiert mit meinem Schicksalshelden-Deck. Echt? Naja. Oh Mann. Manchmal will man halt zu früh, drückt man. Kuscheltier-Maus Nummer 1! Nein, nicht die Maus auf! Und der zweite hat sogar einen völligen Donut mit Marmelade drin, auch Angriff. Nein, nicht die Donut. Was denn? Okay. Dann zieh ich mal. Ein bisschen weggekuschelt hier, Tier. Mach dich fertig. Guck ist aber wieder nice. Ich finde es immer schön, wenn ihr lesen müsst. Ich muss es jetzt auch, aber ey.
Den Kampf hat man auch in Yu-Gi-Oh! Nie gesehen. Thea gegen Chess. Traummatch. Okay, ich aktiviere die Zauberkarte Unglück. Boah, nein. Jetzt kriegst du 1500 Schaden. Und die hast du vorgezogen im Vergleich zu Und dann aktiviere ich Blitzeinschlag. Nee, lass mal. Indem ich jetzt Defusion von der Hand werfe. Nee, lass mal. Hast du jetzt all deine Münzer weg? Hast du was gegen meine Mäuse? Lol, der hat noch einen Effekt. Au! Ja, der gibt dir noch einen mit. Da beschwöre ich die Würfel. Wild. Was geht der denn? Hat eigentlich zwei Effekte, so wie ich das jetzt richtig gelesen habe. Aber vermutlich, weil du den einen gemacht hast, kannst du den anderen nicht, oder? Ah, nee, okay, ich hab mich schon verlesen, okay. Okay. Wieder 0 an. 0 an. Svenny! Ja? Eule oder Hund? Ich glaube, eine Eule ist harmloser. Okay, kuschelt die Eule im Angriffsmodus. Die ist doch nicht so harmlos. Jetzt wird weggeäult. Nein. Okay. So, jetzt kann ich nämlich den Effekt aktivieren. Ah, okay. Und kann mir deswegen eine Karte aussuchen, die ich auf Friedhof wählen will. Mhm. Und dann nehme ich den Schicksalsheld wie heißt er? Melestius, Entschuldigung. Mhm. Und entfernst ihn dann, damit du ihn im Verteidigungsmodus spielst. Ganz wahrscheinlich. Richtig. Ich finde 6 Sterne für den ist schon ein bisschen zu viel. Ja. Also wenn du den auf der Hand hast, ist immer Schmutz. Ja, also 4 Sterne hätten eigentlich schon gereicht. Ja. 6 Sterne kann ich bei dem halt auch nie verstehen. Nee. Also der gehört zu den Karten, die du halt gar nicht auf der Hand haben willst. Das ist dann so eine tote Karte auf der Hand. Mhm. Vorhin gegen David hatte ich ja auch die ganze Zeit Dogma auf der Hand. Achso, ich bin dran, Leute. Ja. Ich die ganze Zeit so. Komm schon, noch ein Monster, dann kann ich dort mal berufen, ne? Mhm. Ich habe ihn einfach nicht bekommen. Hast du ihn dreimal im Deck? Dort mal habe ich nur einmal. Ja gut, dann schwierig. Ja, ich hatte dort mal wieder auf der Hand. Ja. Und ich brauche 3 Monster zum Opfern. Ach so. Ja. Ah. Weil wenn du dort mal zu oft im Blatt hast, dann hast du ein 8 Sterne Monster, was du nicht auf dem Feld kriegst. Na gut. Ist auch kacke dann. Ich spiele ein Monster verdeckt. Aktiviere noch den Spezialeffekt von Melestius. Mhm. Und hole mir ihn noch in den Verteidigungsmodus. Ja. Und das war's. Okay. Da, 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 da. So, erstmal Scheren-Kobold-Action hier. Nee, was kann der machen? Aber der kommt erstmal wieder zurück ins Deck. Und dann kommt der Scherenkobold in Verteidigungsmodus. Oh. Manny, was, man? Bild. Einfach nur vom Deck. Schade. Und weil du keine Fallen sollst, habe ich mal noch eine Fusion raus. Alter. Okay. Ja, Sven. Und jetzt kommt die Schreckenspelz-Krake. Oh, nein. Ja, doch. Nicht die Krake. Schreckenspelz. Gott, oh Gott, oh. Alter, sieht die wild aus. Ja, Siggi, Junge. 3000 Verteidigung, Alter. Oh. Ja. Und einmal Kettenkobold auf Friedhof ist, Sven. Ja. Kann ich mir noch was auf die Hand packen? Oha. Komm gleich gucken, was du jetzt auf die Hand gepackt hast. Ja, doof, ne? Ja, richtig doof. Dann gucken wir jetzt mal, was du unter Hütchen Nummer 1 versteckt hast. Ba-ba-ba-ba! Naja, schon fies. Dann krieg ich aber wenigstens ein paar Karten nächste Runde. Lol. Kann ich immer nach dem Angriff in Verteidigung wechseln? Das ist ja.
Das wäre die 3000 hier Runde, Sven. Ja. Bitte dich. Ich aktiviere die Zauberkarte. Ja. Gefängnisuhrturm. Wild. Tick-Tack, mein Freund. Ich bin immer zu. Bitte einen aufs Knast holen, oder? Ja, vielleicht. Aber ich will jetzt noch eine Karte ziehen, ja? Das hätte ich schon Bock drauf. Ja, hier. Und jetzt kommt die Schreckenspell-Fusion. Mein lieber Sven. Jetzt kommt nämlich das die gefährliche Schreckenspell-Albtraum-Mie. Weißt du nicht, Mumie? Okay. Und deswegen. Ein Kettenkobold aus meinem Friedhof. Ja. Ein Mäuschen aus meinem Friedhof. Noch ein Mäuschen aus dem Friedhof. Oha. Machen jetzt die Action auf dem Friedhof, ne? Werden verbannt. Ja. Dafür wird's aber jetzt wild. Dreierfusion, Alter. Wow. Siggi. Dreier gehen immer. Frag mal Charlie Sheen. 2.900? Ja, der kriegt ein paar Bonis für Sachen, die auf dem Friedhof sind. Nee. Und Schreckenpelz kann meine Krake, wenn er nicht angreift, kann er dafür weiter auf dem Friedhof leben. Absolute Schiebung. Nee. Na komm, Sven, ne? Wenn du mir noch schon... Noch eine Fusion. Ja, ich hatte drei auf der Hand. Start. Alter. Jetzt kommt noch ein Tigger. Jetzt auch ein Tigger. Ich nehme meinen Hund. Meinen Kuscheltierbären. Noch ein Kuscheltierhund. Und meinen Kobold. Für den Tigger! Alter, jetzt kommt auch ein Tigger. Ja, vier Fusionen. Jetzt wird's wild. Jetzt kommt der Tigger. Alter, ist der süß. Jetzt wird's weggetiggert. Ist immer richtig süß. Na, guck dir jetzt mal hier. 2,8! Ja, weil noch. Guck dir die Messer an. Weil so viele auf dem Friedhof sind, hörst du mir eigentlich zu? Ja, aber trotzdem, 5000. Ja, Fähigkeiten lassen wir erstmal, es wäre schon dafür gefordert genug. Alter. Ich find's cooler, wenn du im vierstelligen Bereich bist, weißt du? Aha. Ich denk, hab mir nur gedacht, ich baue mal ein Quatschiltier-Deck. Wusste nicht, dass sie so gut sind. Hä, lol. Okay, schwarz ist auch, oder? Nee, warum ist er jetzt hier auf 2,9 gezogen? Weil ich nicht dran bin. Ah, okay. Ich hab da mal eine Frage. Ja? Im Anime, ne? Ja. Da hatte Esther ja finstere Stadt aktiviert und den Gefängnistour. Beides ja, ne? Ja, sicher? Ich glaube wohl. Mhm. Hier geht das nicht. Hier geht's nicht, okay. Ja, gut, dann spiel ich immer eine Karte. Der setzt den Tropf. Hättest du den auch mal, hättest du mich noch mal gefragt? Ich hätte dir das auch gesagt. Schmeckt der Teppich? Nein. Also, was hat er? Dann aktiviere ich den auch. Oh, Depris, ne. Ich jetzt los. Oh Gott, war das hier teppig. Alles gut. Hier ist ein Pinguin. Oh, ist das süß. Aber komm, nimm dir noch einen Zug. Das kann man sich ja nicht geben. Alter. Jetzt fast in den Cupback fallen können und da gesagt zur Sünde. Okay, den Pferd kann ich auch deaktivieren, weil ich nichts auf der Hand habe. Geil. Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin noch Spielzeugspender. Natürlich. Mhm. 5-3, ey.
Machen wir so. Dann kriegt ihr noch einen Bonus. Alter. So, einmal greife ich nochmal. Brauchst du noch eine Runde, oder? Was meinst du? Ich ziehe jetzt noch einmal? Ja, ich meine, ich kann jetzt eh nicht, weil das ist noch zwei. Ich habe meinen Krake hier am Verteidigungsmodus gelassen. Alter. Alles gut, Sven. Comeback ist drin. Nee, ist nicht drin. Ich hätte mein Monster behalten müssen. Komm, bring's zu Ende. Okay. Soll ich dafür greife ich dich auch mit Hundi an, ja? Ja, okay. Alter, ein dummer Fehler, ne? Mhm. Pack noch Flügel auf die Hand. Also mit den Schicksalshellen muss ich echt nochmal gucken, welche Karten ich da rausnehme und welche ich drin lasse. Ich habe auch noch einen Schicksalshellen, sonst kann man das auch noch. Ja. Können wir gerne machen. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain.